Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, wir machen weiter mit unserem Sammelordner, ja, die Sammelkarten. 48 fehlen wir noch. Hier habe ich noch den Multipack mit der limitierten Goldkarte LE11. Ja, und wie viele Karten ich hier noch finde, das schauen wir uns heute in diesem Video an. So, dann werde ich das hier mal ganz schnell auspacken. Reiß, reiß, reiß. So. Unsere limitierte Karte hier wegmachen. Am besten übrigens hier unten. Ne? Einfach hier unten. Da ist nämlich nur ein Klebepunkt. Ne? Geht sofort ab und dann ein bisschen so schräg wegmachen. Dann habt ihr das wunderbar und habt keine Knitter, Falten oder sonst irgendwie was. Oh, die ist sogar einigermaßen gleichmäßig geschnitten. Okay, schauen wir uns gleich an. Ja, dann natürlich noch die Boostertütchen. Einmal. Zwei, drei, vier und fünfmal. Tschüss. Hallo, schnuckeliges, limitiertes Kärtchen mit Superdrache-Sturmpfeil. Ne? So sieht's aus. Wieder grandiose Karte. Der Burner, guckt euch an, wie die glitzert, wie die glänzt. Super, super, super. Dann hier sehe ich schon wieder so ein bisschen so ein Längsstreifen. Warum auch immer. So kann man sehen. Ja. Aber rein optisch ist das eine super Karte, der Burner. Ja, limitiert, hier steht es immer am Rand und hier unten Limited Edition Nummer 11. Super Drache Sturmpfeil. Ich freue mich. Dann kommen wir hier gleich zu den Boostern. Die letzten, die ich da habe. Danach werde ich mir die Karten wahrscheinlich einzeln besorgen. Nicht mehr in Boostertütchen, weil das ist mir halt echt zu teuer. Ja, dafür, dass wieder massenhaft Doppelte dabei sind. Okay, hier haben wir zielstrebiger Tagschatten. Oh, ich glaube, die habe ich noch gar nicht, oder? Die Nummer 47. Ja, muss ich mal gucken. Was haben wir dann hier drauf? Ja, schnappende Falle habe ich. Raffnus Taffnus im Streit habe ich auch. Oh, die habe ich noch nicht. Die Schafschleuder. Yay, yeah, guckt euch an. Der Blick, wo die armen Schafe, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Die können dir schon leid tun. Das ist schon ein bisschen derb, was die Wikinger da veranstalten. Auf Karte Nummer 137. So, dann haben wir die Zahnreinigung. Habe ich. Nächstes Tütchen. So. Zack. Bin gespannt, was wir hier finden. Hoppala, hier starke Astrid, die habe ich. Dann starke Raffnus und Taffnus habe ich auch. Das Beil, yay, das hat mir noch gefehlt. Super, freue ich mich. Die Nummer 167. Die Fallenkarten, die habe ich relativ wenig gezogen. Dann Lachanfall habe ich auch schon. Schwarzes Nachtlicht, ich glaube oder ich befürchte, die habe ich auch schon. Dies Kärtchen mit der Nummer 59. Ich meine, das hätte ich schon. Bin mir nicht sicher, ich werde es ja sehen. Übrigens, die Karten werden teilweise schon für 3 Euro gehandelt. Ne? Nur diese Spiegelkarten. Das ist total irre, oder? Okay. Also wenn er sie einzeln kauft. Ne? So, das ist schon der Knaller. Wow, habe ich auch noch nicht. Guckt es euch an. Sehr schön. Was feuerspeiernder schrecklicher Schrecken. Mit der Nummer 51. Wow, ich meine, es gibt sogar 3 von diesen Kärtchen mit dem schrecklichen Schrecken. Kann auch sein, ich habe mich verguckt. So, dann. Oh, ich glaube, das habe ich. Ich glaube, das habe ich. Eine Puzzlekarte. Ja, die habe ich schon. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir Absturzgefahr. Habe ich auch. Dann Team Chaos Klasse. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Weiß ich nicht. Hakenzahn und der kleine schreckliche Schrecken. 67 kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Hm, ich muss gucken. Dann hier, ja, habe ich der lässige Rotzbacke. Das Tütchen, das geht hier ruckzuck. Glitzerkarte hinten drauf. So, hier haben wir Nickerchen. Och Gott, wie goldig. Wie goldig. Boah, schrecklicher Schrecken. Habe ich noch nicht. Nummer 121. Och Gott. Das ist echt Zucker. So, dann lässige Astrid, die habe ich mittlerweile. Dann, was haben wir hier drauf? Ich weiß nicht. Kann sein, die fehlen mir noch. Kann sein, die fehlt mir tatsächlich noch. Muss ich gucken. 106 Kanonenschlag habe ich. Und Superteam Hakenzahn Rotzbacke. Oh, habe ich denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Nummer 25. Möglich, dass mir die tatsächlich noch fehlt. Ja. So, dann das letzte Booster-Tütchen. Leute, das letzte. Was finde ich hier noch drin? Spannung, Spannung, Spannung. Oh, das geht aber. Ja, jetzt.
bisschen widerspenstig. So, hier haben wir Angst, die Karte habe ich schon. Stolzer Rotzbacke habe ich schon. Langes Schwert habe ich noch nicht. Sehr gut, super gut. Die Karte Nummer 164. So, miese Laune habe ich und ja, hatte ich gerade eben gezogen. Jetzt habe ich es entweder schon dreimal oder halt zweimal. Super Team, Hakenzahn, Rotzbacke. Leutchen, wir sind durch. Ich habe tatsächlich alle Blister-Packs und Multipacks ausgepackt. Ja, die werde ich jetzt noch einordnen und danach schauen wir uns das Album nochmal an und ich sage euch dann genau, wie viele Karten mir noch fehlen. Und die restlichen gucke ich, dass ich die nächsten Tage kriege. Ja, ich wollte fast sagen, da werde ich noch ein letztes Video machen. Ist ja Quatsch, denn es kommen ja noch in den nächsten Ausgaben von Five Magazin und von Dragons Magazin diese entsprechend fehlenden limitierten Karten bis zur Nummer 16. Also da werde ich dann immer noch mal ein kurzes Update machen und euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also, kurz einordnen, dann melde ich mich nochmal. So, welcome back. Karten sind alle einsortiert. Lasst uns nochmal reingucken und gleich zählen, wie viele mir jetzt tatsächlich noch fehlen. Da bin ich selber gespannt. Also fangen wir mal an. Hier, erste Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ja, wenn ich mich verzählt habe, sind es so um die 40, ne? Ja, und hier die limitierten Karten, dann auch noch hier die beiden letzten. Alles drin. Noch massenhaft Platz in diesem Ordner. Ja, ich werde gucken, dass ich die Karten alle kriege entsprechend und dann werde ich natürlich noch mal ein Update dazu machen. Ich denke mal, die müsste ich die Tage reinkriegen. Also ich denke mal so in, keine Ahnung, spätestens 4-5 Tagen müsste ich die eigentlich bei mir haben. Dann werde ich die noch einordnen, beziehungsweise mit euch anschauen und einordnen. Und ja, dann fehlen halt noch die limitierten Karten und dann haben wir den ganzen Kladderadatsch hier voll. Hier, Nachtlichter fehlen mir auch noch. Okay, so, alles bestens. Gut, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und wie ich schon erwähnte, wenn neue Limited-Karten in entsprechende Magazinen rauskommen, mache ich natürlich auch ein Video dazu, gebe euch Bescheid, wo ihr dann die Karten findet. Falls ihr die vorangegangenen Videos noch nicht gesehen habt, da sage ich euch, wann ihr welche Karte in welchem Magazin findet. Gut, dann würde ich doch sagen, war es das dazu. Tolle Ordner, tolle Karten. Ja, und das mit den Boostern aus den Starter-Sets. Die vier Blister mit jeweils 25 Karten plus einer limitierten und die vier Multipacks ebenfalls mit limitierten Karten. Also ihr seht schon, da kommt man einigermaßen weit. Es gibt ja auch noch die Displays, aber die kosten 50 Euro. Boah, das ist schon ein bisschen heftig. Aber da kommt er auf jeden Fall auch ordentlich weit mit. Gut, dann würde ich sagen, was ist dazu? Ich mache ein neues Video, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, viele liebe Grüße, viel Spaß euch beim Sammeln. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es auch so schnell wie möglich vollkriegt. Bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, sage ciao, tschüss, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.